Und damit willkommen zurück zu Kane's Wrath Reloaded im Live-Let's Play. Die Nordkampagne geht weiter, Atlantikküste. Auf geht's. Okay, die letzte Mission in Brasilien, ich schwör's. Alle Komponenten für die T-Bombe können ausgeflogen werden. Das einzige Problem ist, erraten, die GDI. Die hat den einzigen Flughafen besetzt und wir brauchen etwas für den Transport, aber das wird nicht schwer sein. Ein echtes Problem ist, dass die GDI ein paar schwere Geschütze in Bereitschaft hat. Vielleicht zielen die auf Kanes T-Bombe. Durchbrechen sie die Verteidigungslinien, schaffen sie Platz, damit die Transporter durchkommen. Und wir dann hoffentlich auch. Okay. Die Waffenkomponenten aus dem Labor in der Amazonaswüste müssen sofort zum Prime Temple transportiert werden. Allerdings blockieren mehrere Artilleriestellen der GDI an der Küste die Evakuierungsrouten zu unseren Landezonen. Sie haben Befehl, diese schweren Geschütze auszuschalten. Wir haben unweit der ersten Stellung einen vorgeschobenen Stützpunkt errichtet. Unsere Truppen warten auf ihre Befehle. Darüber hinaus haben wir zu ihrer Unterstützung zwei Vertigo-Bomber in das Zielgebiet verlegt. Und das sollte einfach sein. Ups. Unsere Vertigo-Bomber werden derzeit auf der Landeplattform betankt und bewaffnet. Jeder dieser Stealth-Bomber ist mit einer Bombe für die Zerstörung feindlicher Gebäude beladen. Baut, empfange Nachricht. Diese Artilleriebatterie nördlich von Ihrer Position ist eine von drei Stellungen, die unseren Rückzug gefährden. Zerstören Sie diese Stellung mit Vertigo-Bombern. Erstmal bauen wir uns auf. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ich meine, dafür haben wir jede Menge Zeit, es passierte sonst nichts. Jetzt wird geerntet. Gebäude verkauft. Ich werde euch mal soweit verkaufen. Wir kämpfen für Nord! Nieder mit den Unterdrückern! Weil ich eben weiß, dass es... Ausbildung. Ich da leicht etwas anders bauen werde. Jetzt wird geerntet. So, und erstmal, genau, mehr Ressourcen. Shadow Team erwartet Befehle. In Bereitschaft. Hoch. Dann nehme ich Geldkisten. Und landet. Woher kommt diese Musik? Okay, das einzige Command & Conquer, was ich nicht gespielt habe oder so, was mir wenigstens in Erinnerung bleibt, ist halt eben Generals und Zero Hour. Wenn es daher kommt, dann kein Wunder, dass ich ihn ja kenne. Aber Tiberian Sun, Red Alert 2, also Tiberian Sun, Alarmstufe Rot 2, Alarmstufe Rot 1 und Tiberian Dawn. Bau abgeschlossen. Kenne ich immer einigermaßen. Baut. Ah. Shadow Team bereit. So, jetzt kriegen wir immer ein Geld. Und zwar jede Menge. Das Tiberium wird uns befreien. Das heißt, wir bauen uns etwas aus. Upgrade läuft. Nehmen wir das. Bau abgeschlossen. Avatare kann ich eh noch nicht bauen, ne? Nee. Aber wir können dich bauen. Spectre könnte man natürlich auch. Komm doch, wir brauchen Spectre. Allein für die Seite hier. Ausbildung. Ich bin mir unsicher, ob ich hier Teilungsstellen aufbauen soll oder einfach sage, okay, ist mir egal. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Auf jeden Fall die Verbesserungen. Strom, danke. Feindliche Einheiten in Sicht. Obwohl, ja, machen wir noch nicht. Ungeeigneter Bauplatz. Erstmal ein bisschen Verteidigung aufbauen. Upgrade abgeschlossen. Target acquired. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Death from above. Man kann aber auch 10 maximale Liste haben von Bauschleifen, okay. Auch interessant. Ungeeigneter Bauplatz. Unloading! Ja, die bauen alle eine Tiberium-Chemiefabrik. Ja.
Bau abgeschlossen. Death from above. Dann einmal unsichtbar machen und dort einmal unsichtbar machen. Upgrade abgeschlossen. Wo brauche ich das? Raider-Bug ist gar nicht die innig baue. Brauche ich das auch nicht. Irgendwie logisch, ne? Aber was baue ich dann stattdessen? Bau abgeschlossen. Ja doch, dann. Dann baue ich Scorpion-Panzer. Noch ein bisschen Laserverteilung gegen Fahrzeuge. Und Infanterie. Scorpion ist bereit. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Unloading. Scorpion ist bereit. Unterbrochen. Wie viel Geld? Bau langsam ist kritisch. Death from ungeeigneter Bauplatz. Unzureichende Mittel. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ja, 40 Kopf, die reichen doch. Spectre moving. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Da noch zwei Lasergeschütze. Lasertürme. Türme. Turms. Bau abgeschlossen. Und dann hier noch einer hin. Der hier so hin zeigt. Fällt abgebaut. Fear is mine. Ja komm, greif an. Bau abgeschlossen. Sollte absolut passen. Dann bauen wir die Scorpion-Panzer weiter. Combat Systems online. Upgrade. Ja, Sir, wir halten die Stellung. Scorpion ist bereit. Ja, dann halten wir die Stellung. Ich weiß nicht gegen was, aber halt mal. We need this is death. Scorpion ist bereit. Na, noch drei. Alle drei getötet. Sehr schön. Stimmt, ich habe immer Vertigos in dieser Mission gebaut eigentlich, ne? GDI-Artilleriestellung zerstört. Ja, nicht Vertigos, Venoms. Ankommen sind eingetroffen. Kampfsteuerung erweitert. Stealth-Panzer. Ich erinnere mich. Scorpion ist bereit. Seid wachen Geistes. Initialisiere Video-Anblick. Wir hören, dass die nächsten beiden Ziele gut gegen Luftangriffe gesichert sind. Legen Sie die Luftabwehr-Alarm, bevor Sie die Bomber startklar machen. Scorpion ist bereit. Na dann mach erstmal die. Verstärkungen sind eingetroffen. Empfange Nachricht. Diese Artilleriestellung südöstlich von ihrer Position könnte uns ebenfalls gefährlich werden. Laut unserer Aufklärer ist sie primär gegen Bodenangriffe gesichert. Achten Sie nach der Zerstörung der ersten Batterie aber auch auf weitere Flugabwehrstellungen. Die letzte Artilleriebatterie steht im Nordosten. Laut unserer Aufklärer wird der Luftraum von mehreren Firehawks gesichert. Außerdem hat die GDI mit Orcas und Pitbulls auf unsere Stealth-Systeme reagiert. Welches Stealth-Systeme? Initialisiere Video-Ablink. Ich brauche dieses Gerät, Commander. Ich schicke Ihnen Stealth-Panzer. Setzen Sie sie klug ein. Scorpion ist bereit. Stealth-Panzer sind bis zum Angriff unsichtbar und effektiv gegen Fahrzeuge und Lufteinheiten. Stealth-Panzer sind bereit zur Produktion. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ich glaube, keine Stealth-Panzer bauen. Einheit wird angegriffen. Oder? Bau unterbrochen. Ach doch, komm. Abgebrochen. Ausbildung. Wohl, Abgebrochen. Sammler wird angegriffen. Ja, Ausbildung. Ja. Tiberium ist Macht. Die GDI-Stellungen in der Stadt gefährden unsere Operation. Zerstören Sie sie. Ja, chill. Grüne Felder. Grüne? Das dürfte doch blau sein? Oder müssen es grün sein? Aber was ist mit dem Tiberium? Nord braucht mehr Land. Nord braucht mehr Land. Die GDI hat eine vorgeschobene Basis. Achten Sie auf Ihre schweren Geschütze und die Reparaturdrohnen, die Fahrzeuge in der Nähe instand setzen. Stealth-Einheit geortet. Das macht er schon gut. Stolz auf euch. Du bewegst dich weiter nach vorne, sehr schön.
Wir bringen euch hin. Komm mit. Verstanden. Lade da ab. Feindliche Basis in Sicht. Was? Einheit wird angegriffen. Bist du dann her? Hast du. Ich brauche noch 3000 Geld. Ich will das Zahnfeld auf den hier setzen. Bittere Handkiste. Bleibt der nämlich meistens unsichtbar. Feindliche Einheiten in Sicht. Careful demonstration. Einheit befördert. Stealth-Einheit beordert. Du musst weg. Hier oben ist noch viel mehr Tiberium. Blaues Tiberium. Baut. Einheit wird angegriffen. Ein Blue, da wird die, da wird die. Löschen Sie aus. Oh Gott. Wir verstecken uns dort. Wir warten dort. They die so brightly. Silent and deadly. Komm etwas nach vorne. Death from above. Unzureichende Mittel. Wow. Jetzt mach doch mal was. Danke. Absolute Power. Einheit wird angegriffen. So. Einheit verloren. Mehr Geld. Auflass. Tiberium ist die Lösung. Mehr. Viel mehr. Kann ich mir das nämlich auch leisten, die herzustellen. Und die. Ausbildung. Enemy engaged. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Nein, pfui. Advanced. Will ich das Gebäude zerstören? Wo? Oh. Stimmt, hier sind auch einige Sniper drin, ne? Einheit wird angegriffen. Operation engaged. Stealth-Panzer einsatzbereit. Scorpion ist bereit. Ah. Irgendwie bekomme ich aber nichts mit. Oder kaum. Scorpion ist bereit. Hidden and dangerous. Lass dich mal reparieren, bitte. Hidden and dangerous. Warum zerstört ihr das nicht? Ihr müsstet von der Entfernung weit genug weg sein. Einheit wird angegriffen. Weil die jetzt unsichtbar gezählt haben, oder was war da? Oh mein Gott. Au, 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 au. Out of my way. Ihr tut echt weh, das ist unglaublich. Oh mein Gott. Jetzt sein? Idiot. Hilfe? Auf die Beine! Folgt dem Ruf nach Tiberium. Das Tiberium wird uns befreien. Vorsicht jetzt! Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit der Panzer-Einsatz. Dich schicke ich als Päckchen nach Hause. Ja, mach das ruhig. Erledigt sich schnell. Scorpion ist bereit. Wir verstecken uns dort. Feindliche Basis in Sicht. Dann halt ihm so. Eieiei. Einheit geortet. Scorpion ist bereit. Okay. Das Spiel hat sich aufgehangen. Toll. Danke. Okay, versuchen wir es mal ab diesem Punkt. Geht mal nach vorne. Fangen wir an. Du kommst auch mal mit. Leise. Hoffen wir, dass es. Ich speichere mal jetzt, ne? Immer schön daran erinnern, mich zu speichern. Mich speichern zu lassen. Ich vergesse das nämlich immer zu gerne, das ist mein Problem. Feindliche Einheiten in Sicht. Viel zu gerne. So viel ihr könnt. Das Tiberium wird uns befreien. Einheit wird angegriffen. So, weiter hoch. Feindliche Basis in Sicht. Kannst einfach überlaufen, das ist okay. Unzureichende Mittel. Achso, nun Stealth. Ja, gut. Ist so wild. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Die Zeit wird knapp. Hostiles. Hier oben ist noch viel mehr Tiberium.
Blaues Tiberium! Einheit wird angegriffen. Ein Blut. Nein, ich mach's nicht nochmal. Die GDI-Stellungen in der Stadt gefährden unsere Operation. Zerstören Sie sie. Wir verstecken uns dort. Ganz leise. Los, bau dich schneller auf. Redeemer engaged. Auf zu den Kristallen. Na los. Danke. Erstmal den Weg. Ich will nicht, dass er noch mehr abbaut. Danke. Ja, greift nicht das an, was dich angreift, ist okay. Ach, weil das nicht in Sicht war. Okay, da kommt ja einiges. Das war ein bisschen zu schmerzhaft. Wir haben ja keine Ahnung. Wir verstecken uns dort. Reparatur läuft. Panzereinsatzbereit. Aber es hilft so, wie ich will, dass es hilft. Hidden Death. Ihr lasst euch mal reparieren, bitte, danke. Stealth then ready. Feindliche Einheiten. Unloading. Panzereinsatzbereit. Ich hab nur Angst vor dem Marv, der irgendwann ankommt. Der jetzt wieder. Und die Frage, ob der wieder nach oben oder nicht. Erledigt sie schnell. Combat Systems online. Target acquired. I kill. Unterstützung wird Panzereinsatzbereit. Wow, der in Infanterietrupp hat, Respekt. Ne, keine Scanner in der Nähe. So, komm mal zurück, lass dich reparieren. Ihr baut ordentlich. Ja, komm, wie viel Blaues Tiberium hier abgebaut wird. Das Geld geht ganz schön hoch, deswegen. Bau abgeschlossen. Death from above. Redeemer engaged. Warum bist du nicht repariert worden? Stealth artillery dangerous. Unloading. Stealth Panzereinsatzbereit. Feindliche Einheit in Sicht. Oh Gott, was kommt denn da an? Unterstützung wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Machen Sie fertig. Okay. Das war dezent etwas. Okay, zerstört mal die Basis. Apropos. Wir zwei davon mehr haben. Und hier geht mal dahin. Einheit befördert. Einheit verloren. Da ist der Marv. Geleitet zum Ziel. Stealth-Panzer. Unloading. Erledigt sich schnell. Scanner. Ja. Auf sie. Das sollte aber nicht mehr lange aushalten. Wenn er irgendwo mal stehen bleibt und dann. Jetzt halt doch mal stehen. Junge, lass dich treffen, lass dich töten. Einheit wird angegriffen. Okay, danke für das Opfer. Feindliche Einheiten in Sicht. Okay, mach die mal so. Dies wunderbare Leuchten. Okay. Unloading. Stealth-Einheit geortet. Tiberium-Belastung gemessen. Einheit wird angegriffen. Das ist ein Juggernaut. Irgendwo. Da ist er. Einheit verloren. Einheit befördert. Kills Fury. Feindliche Einheiten in Sicht. Mehr Raketen. Ich schaff das schon. Unloading. Ich weiß nicht ganz genau, dass hier irgendwann ein Rick ankommt und mit dem will ich, den will ich ja mit dem Vertikus treffen. Enemy engaged.
Warum greifst du das Gebäude? Egal. Nicht zuerst an. Stealth-Panzer einsatzbereit. Mit erhobenen Waffen! Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Unloading! Nieder mit den Unterdrückern! In Sicht. Keine Überlebenden! Panzer einsatzbereit. Zum Angriff! Okay. Achso, diese Artilleriestellungen müssen zerstört werden, damit wir Brasilien sicher verlassen können. Stealth-Panzer einsatzbereit. Target darüber, Soldaten! Keine Überlebenden! Der White Pants. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Geleitet zum Ziel. Naja, was soll's. Nicht mein Problem. Panzer einsatzbereit. Raising unrest. Resistance is futile. Einheit gefällt. Feindliche Einheiten in Sicht. Jetzt kommt er da hinten raus, weil ich die Mauer jetzt zerstört habe. Artilleriestellung zerstört. Einsatzziel erreicht. Target quiet. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Stealth-Panzer einsatzbereit. Ja, ist okay. Death from above. Hört ihr mal nach, die verloren gegangen sind. Löschen sie aus. Combat Systems online. Na dann. Alles ruhig. Feindlich. Zerstört mal die Basis. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Einheit befördert. Zaunt die ab. Tiberium fällt abgebaut. Das hat mich nie gekürt. Ah. Ach, da ist er. Ja, okay. Neues Bonusziel. Stealth-Panzer einsatzbereit. Genau das. Einheit wird angestellt. Und so genau auf das Bonusziel habe ich gewartet. Feindliche Einheiten in Sicht. Und genau dafür habe ich meine Vertigos. Unloading. Nur hoffentlich, wenn die nicht vorher abgefeuert oder so. Wo ist das Rick? Da vorne. Stealth-Panzer einsatzbereit. Einheit befördert. Bonusziel erreicht. Okay. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Death from above. Komm schon, noch eine Salve. Bonus. Sehr schön. Ganz leise. Schön ruhig. Medikamentenkiste, Einheitenkiste, wieder Handkiste. Feindliche Einheiten in Sicht. Okay. Ihr wollt unbedingt eine Medikamentenkiste haben, es ist in Ordnung. Ich verstehe nicht, warum ihr ausgerechnet Medikamente brauchtet, aber... Einheit wird Einheit verloren. Ja. Einheit befördert. Du bist Held geworden. Böse Mauern, ich verstehe schon. Sehr, sehr böse Mauern. Gibt es nämlich noch ein Schiff, das will ich auch noch zerstören. Einheit wird angegriffen. Und währenddessen zerstören die hier alles. Die haben Gebäude. Einheit verloren. Neues Bonusziel. Genau das. Das Bonusziel will ich haben. In Wartestellung. King's Fury. Feuer frei. Feindliche Einheiten in Sicht. Bonusziel erreicht. Hat er gesagt, oh verdammt? Kann ich verstehen. Bei der Explosion würde ich auch sagen, oh verdammt. Obwohl, dann wäre ich tot. Einheit wird angelaufen. Einheit verloren. Haben wir ein Ziel? Ich weiß nicht, hast du ein Ziel? Diese GDI-Artilleriestellung muss zerstört werden, damit ja, wir Brasilien so gut verlassen und zum Prime-Tempel gelangen können. Rat mal, was ich mache. Bäumchen drehen? Mach ihn dir ja gut, teilweise schon, ne?
Mehr Raketen! Ah, darum geht's nicht. Hostiles! Die GDI hat sich in diesen Gebäuden verschanzt! Haben sie? Sehe ich nicht. Na dann, weg damit. GG. GDI-Artilleriestellung zerstört. Einsatzziel erreicht. Mission erfolgreich. Target quiet. Sehr schön. Ja. Yep. Yep. Cool. Gute Arbeit, Commander. Sie führten nicht nur Befehle aus, sie deckten auch Kanes Plan auf. Kommen Sie, schauen Sie her. Er baut eine Flüssig-Tiberium-Bombe. Sehen Sie die Abscheide? Sie verhindern, dass das Tiberium die Ummantelung angreift. Das ergibt keinen Sinn. Wenn es Kanes Plan war, den Krieg zu gewinnen, warum hat er mich nicht eingeweiht? Ihnen kann's egal sein, Commander. Ich werde mich später damit befassen. Uns beschäftigt mehr die Lage in Australien. Ich bin schon unterwegs. Da wären Sie eine große Hilfe. Aber Kane hat gesagt, Sie bleiben hier in Sarajevo. Er könnte jetzt jeden Moment im Prime-Tempel auftauchen. Ich hoffe, dass Sie meine Bedenken für sich behalten. Also dann? Viel Glück, Commander. Wir beide werden es brauchen, denke ich. Und wir dachten schon, das war's. Keine Ahnung, woher die das wussten. Aber die GDI hat den Transporter mit Kanes Gerät abgeschossen. Und er will es wieder haben. Die ganze Region ist voller GDI-Einheiten. Sie müssen zur Absturzstelle gelangen. Ich melde mich dann, wenn Sie dort sind. Viel Glück, Commander. Das wird ein heißer Tanz. Die Fertigstellung der Bombe nähert sich bald dem Ende. Es fehlen nur noch die Komponenten aus Brasilien. Die Zündungen und die Auslöser sind schon bereit und können eine Kettenimplosion der Kristallgitter und der Flüssig-Tiberium-Behälter auslösen. Doch der Explosionsdruck reicht vielleicht nicht aus, um... Dann entwickeln Sie einen anderen Zünder. Ich will dich nicht anlügen, mein Sohn. Ich sag's ungern, aber die GDI ist im Vorteil. Wie ich es Killian schon sagte, wir werden unsere Feinde nicht auf dem Schlachtfeld besiegen. Die GDI reagiert wie erwartet, denn sie zieht all ihre Streitkräfte in Sarajevo zusammen. Deine erste Aufgabe, die Bergung der beim Transit aus Brasilien verlorenen Waffenteile. Danach musst du uns genug Zeit verschaffen für die Fertigstellung der Waffe. Anschließend beginnt dann Phase 2 meines Plans. Wenn alles gut läuft, ist vielleicht bald ein Platz frei in meinem inneren Zirkel. Oh Gott, Slowenien. In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir hören uns, wie gerade gesagt, in Slowenien in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio.